Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werden wir den Kopfgeldmodus spielen. Dieser Limited-Time-Modus ist zurzeit wieder verfügbar. War schon relativ lange Zeit, glaube ich, nicht mehr im Game. Ich glaube, Season 10 Anfang oder Season 9 irgendwann war dieser Modus das letzte Mal drin. Der ist ja mit der Kooperation ursprünglich mit John Wick in das Spiel reingekommen. Jetzt im Prinzip auch außerhalb der Kooperation ist dieser Modus verfügbar. Ist eigentlich ein ziemlich nicer Modus. Das einfach mal wirklich etwas komplett anderes ist als das klassische Battle Royale. Man hat 3 Respawns und es geht nicht darum, wer am längsten überlebt, sondern wer als erstes die 500 Punkte sammelt, also auch ein bisschen, wer natürlich am längsten überlebt. Aber wenn man nicht lang genug überlebt, kann man natürlich auch nicht die volle Punktzahl sammeln. Jeder spawnt mit 4 Münzen am Anfang und wenn man immer jemanden killt, bekommt man seine Anzahl an Münzen. Man spawnt auch jede Runde immer. Man behält das Inventar, was man gerade hat, und in der ersten Runde spawnt man letztendlich auch mit einer blauen Tag und einer blauen AR, wie wir es hier gerade auch schon gesehen haben. Das ist dann natürlich eigentlich versuchen, möglichst viele zu killen, wobei es am Anfang relativ irrelevant ist, weil man letztendlich auch einen killen kann, der 496 Punkte hat, und man würde trotzdem gewinnen. Das Problem ist, wir sind jetzt sehr weit außen gespawnt. Der Bus kam von oben. Hier ist nicht mal so. Ich sehe hier auch keinen einzigen Gegner, der irgendwo gelandet sein könnte. Das heißt, es wird jetzt sehr, sehr lange dauern, bis wir einen Gegner sehen. Oder auch nicht. Und dann haben wir etwas durch die Wand erwischt, aber beschweren kann man sich da wohl eher weniger, ne? So, mittlerweile ist jetzt schon der erste Platz nur noch 244 Punkte vom Sieg entfernt. Ja, es ist eine Menge Zeit schon vergangen und da ist tatsächlich endlich mal wieder ein Gegner. Der hat sogar ganz gut Münzen bei. Werde ich jetzt auf jeden Fall mal attacken. Frage ist snipen. Das läuft hoffentlich gerade. Ja, oder auch nicht gerade genug. Der dachte immer for real, ich käme von hinten, ne? Aber easy kill. So, endlich mal wieder einfach Gegnerkontakt. Der hatte sogar ein paar Münzen mit. Vorne sind auch Gegner, die tatsächlich viele Punkte haben. Und ich glaube, jetzt geht's auch wieder in die Action rein. Ah, schade. Ich habe ihn immerhin einmal gehittet, aber er hat mich auch gehittet und ich hätte nicht genug Leben. Da kann ich nun mal nichts machen. So, dann müssen wir bis jetzt in Frenzy Farm versuchen. Hier sollten auch die Gegner sein, die ein bisschen mehr Punkte haben. Zumindest sollten nicht hier in der Nähe sein. Sieht man ja zum Glück auf der Karte. Aber das ist so das einzig Nervige an dem Modus, dass man manchmal einfach so lange Phasen hat, wo wirklich nichts passiert und da man eigentlich nicht wirklich looten muss, ja, bekommt man nicht wirklich einen Mehrwert dadurch. Und die Musik ist echt sehr nervig, weil man so auch einfach Gegner nicht ganz gut orten kann. Soll natürlich so ein bisschen für Spannung sorgen. Dadurch, dass der erste ja jetzt relativ nah oder zumindest die Hälfte schon bis zum Sieg geschafft hat. Füge absteigenden Vorauslieferungsschaden zu. Spannend, erstmal eine Challenge machen. Und Stufenaufstieg bringt mir zwar überhaupt nichts, aber ist ja auch komplett egal, ne? Ist ja richtig viele Challenges erledigt. So, jetzt haben wir einen goldenen Rocket Launcher. Und Full Life. Das heißt, jetzt noch den ersten Platz killen. Der ist da oben. Kann ich ja markieren. Ja. So. 400 Meter ist er noch entfernt. Also ein bisschen ist es noch. Aber wenn jetzt der erste, glaube ich, den
dritten den zweiten Platz killt, könnte es schon sehr, sehr knapp werden. Ich glaube, dann hätte er sogar fast gewonnen. Oder wenn er einfach in Massenfight reingeht, dann wird da schon ziemlich sicher einer gewinnen. Jetzt müssen wir da aber erst ein bisschen hinlaufen. Wir natürlich nicht wollen, dass die gewinnen. Ich sag mal so, wenn wir den ersten irgendwie abgestaubt bekommen und vielleicht auch noch den zweiten, was natürlich noch besser wäre, dann haben wir natürlich eine sehr, sehr hohe Chance zu gewinnen. Oder werden wir wahrscheinlich auch gewinnen. Ich denke, ich werde jetzt die Mats dafür wasten, da oben rauf zu gehen. Weil sonst gleich zu spät sein könnte. Neue Orientierungspunkte, als ob ich hier noch nie war. Wobei doch, könnte schon sein. Und da bin ich auch erstmal instant Zweiter. Man kennt ihn, ne? Und nächster. Kein Ding. Ich habe ein paar noch genockt, aber wahrscheinlich wurden die alle schon auch revived oder so. Es sind jetzt mehr als eine Person. Glaube ich zumindestens. Ich glaube, das war's dann auch mit dem Leben. Ich brauche eigentlich nicht mehr viele Punkte. Jetzt einfach überleben. Wenn möglich, natürlich noch ein paar Punkte machen. Viel fehlt nicht mehr. Bin auch erst, das heißt, ich würde jetzt vor allem natürlich vom zweiten und dritten ordentlich gefokust werden. Und da hat mich der dritte wahrscheinlich oder zweite gekillt. Damit hat er gewonnen. War schon sehr knapp. Vor allen Dingen eigentlich dafür, dass ich solo war. Schon stabile Leistung. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Wenn es so sein sollte, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo und ein Like auf dem Video freuen. Und schreibt auch gerne mal etwas in die Kommentare. Das würde auf jeden Fall das Video auch noch im Algorithmus hochpushen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video und ciao.